Hallo, ich arbeite mit Video Deluxe Plus von Magix und auch ich habe mir früher oder später die Frage gestellt, wie kriegt man dann so einen schicken Kinolook hin? Das ist ja nicht nur damit getan, dass man so eine Balken hier drauflegt. Ich habe hier dazu so eine Maske erstellt, Chroma Key aufgelegt und dann habe ich zumindest die Balken hier. Zum Kinolook gehört ja eben auch das Color Grading. Man will ja so einen bestimmten Farblook erzeugen. Und dafür gibt es sogenannte Lookup-Tables, wo eben so eine verschiedene Looks schon hinterlegt sind in Tabellenform. Und wenn man mal recherchiert, dann wird immer gesagt, ja, in Video Deluxe kann man diese LUTs, wie sie genannt werden, nicht anwenden. Das ist dem teureren Programm Video Pro Plus von Magix vorbehalten. Wenn man mal guckt, im Neukauf kostet dieses Programm fast 300 Euro als Upgrade, immerhin noch fast 150. Und da wird dieses Lookup Table Handling ja hier auch angepriesen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ja, wenn das hier funktioniert, warum geht das eigentlich nicht ganz normal mit Video Deluxe? Und habe mir einfach mal hier so ein paar LUTs runtergeladen. Hier 30 Stück, die sind umsonst. Free LUTs für Adobe Premiere und noch ein paar andere. Die habe ich einfach hier hinterlegt, die Ordner. Ja, und diesen Ordner finde ich hier auch in meinem Verzeichnisbaum wieder. Und ich klicke einfach diese LUTs mal an, einen Ordner davon, und dann sehe ich die hier drin. Und jetzt gehe ich mal hier rüber mit der Maus und sehe, oh Gott, die kann ich ja abspielen. Oder ich habe hier den Pfeil auch nach unten. Jetzt klicke ich das mal an. Oh, und da sehe ich, das funktioniert ja hier. Ich kann mir also hier diese LUTs durchaus auch in Video Deluxe Plus runterladen und hier draufpacken auf meine Videos. Gucken wir mal hier noch einen anderen. So. Dann wird mir das hier abgespielt. So, und dann packe ich mir den hier mal drauf. Dann sehe ich hier auch schon Effekt Lookup Table. Und ich kann hier nochmal in die Effekte gehen. Hier unten wird mir diese Tabelle angezeigt. Ich kann hier mit den Haken mal rausnehmen. Dann habe ich hier vorher und nachher. Und wenn ich jetzt noch möchte, kann ich dann natürlich Color Grading noch betreiben. Ich schieb mal hier den Gamma-Wert, der ist vielleicht ein bisschen niedrig, ein bisschen hoch, so. Und dann könnte man hier noch ein bisschen den Kontrast verschieben. So, und dann spiele ich das hier nochmal ab. Ja, okay, und dann sehen wir, so falsch wie die Aussage ist, diese LUTs, die kann man nur in Video Pro X verwenden. So einfach und simpel ist das widerlegt. Das funktioniert also auch mit Video Deluxe Plus. Viel Spaß beim Ausprobieren. Okay.